Auf der Sony-Pressekonferenz habe ich da noch ein richtiges, tolles, neues PS Vita-Spiel vermisst. Ein Spiel, das diesen wirklich guten Handheld endlich abverkauft. Das uns dazu zwingt, Vita zu spielen. Aber ich war blöd. Ich habe Tearaway völlig übersehen. Das habe ich jetzt schon eine Weile anspielen können. Ich will euch mal zeigen, das neue Spiel für PS Vita von den Media Molecule-Machern ist so voller Liebe und Herz allerliebst. Also, da macht man Fotos von sich, sagt, ob man ein großer oder kleiner Mensch ist. Und alles ist übrigens, man gibt seine Hautfarbe an. Warum das wichtig ist, zeige ich euch nachher. Augenfarbe und ob man ein Junge oder ein Mädchen ist. Alles ist in diesem wunderbaren Scherenschnittstil gemacht. Braune Haare habe ich und ich bin Rechtshänder. Und los geht's. In diesem Spiel geht es darum, dass man mit der PS Vita praktisch ein Portal öffnet in eine andere Welt, eine Welt aus Papier. Okay, jetzt kann ich außerdem auch auswählen, ob meine Spielfigur männlich oder weiblich sein soll. Und ja, man öffnet das Portal in diese seltsame Welt, die komplett aus Papier gemacht ist, die richtig handgemacht aussieht. Also wir sind hier in dieser Papierwelt unterwegs und spielen diesen kleinen Messenger. Das ist eine Nachricht, die ist an uns adressiert und diese Nachricht ist sozusagen zum Leben erwacht. Und ihr habt es eben gesehen, in der Sonne war mein Gesicht zu sehen und immer wieder wird die Spielwelt, reagiert sie auf mich, auf das, was ich tue und vor allen Dingen kann ich mit ihr interagieren. Und zwar, indem ich mit den Fingern, und deswegen muss ich meine Hautfarbe angeben und auch, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin, Mädchen haben meine kürze Finger, kann ich hier Dinge umstoßen, Gegner besiegen. Und gleichzeitig sieht man auch ein bisschen das Kamerabild, man hat wirklich ein seltsames Gefühl dafür, dass es die eigenen Finger wären. Man sammelt hier Konfetti. Das ist so das Sammelobjekt im Spiel, unterhält sich mit den Einwohnern dieses Papierlands und interagiert an vielen möglichen Stellen mit der Spielwelt. Noch kann meine Spielfigur nicht springen, irgendwann vertraut sie mir aber gut genug, dass sie auf meinen Befehl springen wird. Und es gibt so viele nette Details. Die Pilze da, die wackeln beispielsweise mit den Drehungen meiner Analogsticks und die meisten Objekte in der Spielwelt reagieren so ein ganz klein wenig, wenn ich sie antippe. Da liegen etwa Papierblätter rum, wie diese hier. Und da kann ich auch draufdrücken und habe, auch wenn es nicht viel ist, ein leichtes Feedback. Genauso, wenn ich die Vita bewege, wippt die Kamera ein winziges Stück nach links und rechts. Und es gibt einfach ein tolles Gefühl dafür, dass man das Spiel nicht einfach nur spielt, sondern mit der Spielwelt interagiert. Und die ganze Story ist wunderbar herzig inszeniert. Alle Objekte im Spiel sehen so aus, als wären sie wirklich möglich, aus Papier nachzubasteln. Und da kann ich in die Kamera lächeln, sozusagen durch das Portal, was in die Welt gerissen ist, in die Welt von Tearaway schauen. Und ja, im Endeffekt erwartet euch hier ein etwas abgedrehtes, liebevoll gemachtes Action-Adventure. Man hüpft, man klettert, man kämpft gegen Gegner, man fasst immer wieder die Spielwelt an, löst kleine Rätsel und es steckt halt voller Liebe. Media Molecule vermag es wie kein anderes Studio, herzallerliebste Sachen umzusetzen. Und ich habe es lange ein bisschen ignoriert und gedacht, ja, nett, es ist mehr als nur nett. Es ist ein richtig großes Abenteuer und für mich jetzt schon ein Spiel, das jeder PS Vita-Besitzer sich ganz dick und doppelt rot unterstrichen auf seine Wunschliste setzen sollte. Fantastisch.